C-A-L-L-M-E, baby. Ich will ein Kofferhalten-Video machen. Ich fange auch gleich mit den Sachen an, die ich mir gekauft habe, weil ich habe die da auf der Schoß liegen und ich will nicht, dass die mir runterfallen. Als allererstes, das habe ich euch, glaube ich, auch in einem Haul-Video gezeigt, habe ich mir den Eyebrow Lift Stick von Make-Up Factory gekauft, um ihn auf der Wasserlinie zu verwenden. Und ich muss sagen, ich finde ihn gar nicht schlecht. Er hält jetzt nicht den ganzen Tag, aber er hält schon ein paar Stunden durch. Der hat auch eine große Mine, fail, eine sehr große Mine. Aber ich glaube, ich muss den heute mal ins Gefrierfach legen. So wie einen anderen Kajal, den ich heute drauf habe von Make-Up Factory, weil die sind viel zu weich von der Mine. Ist nichts Negatives, aber man kann sie halt nicht anspitzen, ohne dass man sich den Spitzer versaut. Dann habe ich mir gekauft, und das muss ich sagen, da war ich sehr, sehr böse und angefressen, weil die waren vor kurzem in Aktion. Ich rede von diesem geilen Duschgel hier, das ist das Palmolive Mint Shake. Ich habe das gesehen und habe daran gerochen und habe mich so verliebt. Das ist ja mega geil, wie das riecht. Boah. Hammer. Hammer. Das riecht wie After Eight. Diese Dinger, ihr wisst schon. Eine Kollegin hat das letzte Mal nur gelacht, wie ich das gesagt habe. Aber die riechen sowas von gut. Ich will das irgendwie schon verwenden, aber ich darf es mir ja dann nicht mehr nachkaufen. Trauer, Trauer, Trauer. Dann habe ich mir noch gekauft, die beiden Sachen hier. Die habe ich euch in einem Haul-Video zeigen vergessen. Das ist von Marbert ein Duft. Ich kann ihn euch zeigen, hoffe ich mal, wenn ich ihn aufkriegen würde. Haben wir hier irgendwas? Oh, ich habe das Messer hier. Na toll. Das trifft sich doch perfekto. Na bitte, ich habe ihn aufgenommen. Das kommt so in der Box daher. Ich fand das so cool, die Box würde ich mir auf jeden Fall aufheben. Ich finde das so cool und der Duft riecht sowas von gut. Ich habe mal einen Duschschaum davon zu Weihnachten geschenkt bekommen. Habe ihn mir jetzt nochmal gekauft, damit ich den in Duft dann verwenden kann zusammen. Weil ich glaube, mit dem werde ich lange auskommen, weil das sind 75 Milliliter. Und ich glaube, da wird der Duschschaum schneller leer werden als der Duft. Und deswegen habe ich mir noch ein Backup vom Duschschaum gekauft, weil ich liebe den. Ich finde beides sehr, sehr gut. Ich habe leider noch nicht zusammengerechnet, aber das schreibe ich euch dann unten in die Infobox rein. Ihr habt ja auch den letzten Haul gesehen, den kann ich euch von mir aus auch unten in die Infobox verlinken, wenn euch das noch interessiert. Ja, da war ich auch sehr, sehr böse. Da war ich sehr, sehr böse. Aber es schaut jetzt nicht nach so viel aus. Ich meine, natürlich bin ich über die 50-Euro-Grenze drüber, aber es schaut... Nein, ich halte lieber die Fresse. Ich glaube, es wird viel ausschauen, das könnt ihr in der Infobox nachlesen. Ich habe gar nichts geschrieben, wie es war. Aber ich muss ganz ehrlich, ich kann euch ja mal so die Sicht von mir erzählen, wie ich das jetzt so finde, ohne dass ich es aufgeschrieben habe. Ich muss sagen, bei Catrice beim Abverkauf war ich ja brav, Gott sei Dank, weil in dem Monat war ja der Catrice-Abverkauf. Da war ich eigentlich relativ brav, kann man sagen. Ja, also ich finde jetzt nicht, dass ich... Ich habe mir gar nichts von Catrice gekauft, auch vom neuen Sortiment nicht. Da war ich echt brav. Ich werde das im nächsten Video sicher auch noch erwähnen. Ich werde mir keine Essence oder Catrice Sachen mehr kaufen. Nur wenn sie reduziert sind, weil ich habe mich wirklich geärgert bei Essence. Ich wollte das eigentlich auch im letzten Video erst erzählen, aber ich erzähle euch das jetzt schon. Ich habe mir damals bei dem Video, das ich gemacht habe, kann ich euch unten verlinken, dieses aufwendige Essence Video. Aufwendig, da übertreibe ich vielleicht ein bisschen. Habe ich da geswatcht im Video? Ich bin mir jetzt gar nicht mehr sicher. Ich müsste mir das mal wieder anschauen. Ich habe mir schon lange nicht angeschaut. Ja, ich habe mir halt viele Sachen selber gekauft. Und die vielen Sachen, die ich mir da gekauft habe, die gehen raus aus dem Sortiment. Zum Beispiel das Rouge, die Lipgloss. Das bringt mir nichts. Dann hätte ich lieber gewartet. Dann hätte ich die Sachen auch kaufen können. Also das hat mich wirklich geärgert. Da habe ich mich wirklich aufgeregt. Weil da hätte ich statt... Ich meine, okay, Essence ist jetzt nicht so teuer, aber man zahlt halt 1 Euro dafür und ich hätte halt warten können. Die paar Monate hätte ich auch durchhalten können, um die Sachen zu kaufen, oder? Ja, also das wurmt mich wirklich und deswegen kaufe ich mir von Essence nichts nach. Also auch nichts vom neuen Sortiment. Also falls ihr gerechnet habt, dass ein Video kommt, es wird diesmal keins kommen. Es kommen ja, jetzt sind eh jetzt schon so viele Videos online von den Neuheiten von Essence und deswegen will ich nicht auch noch eins machen, weil da muss ich mich nur ärgern, wenn ich mir die Sachen kaufe und die gehen dann wieder raus. Also nein. Obwohl es gibt schon Sachen, die mich interessieren. Zum Beispiel diese bunten Lippenstifte, dieser blaue und der lilane, der wär geil. Weil den lilanen habe ich oben gehabt. Also der war wirklich cool. Aber ich werde mir nichts kaufen davon, weil ich... Essence und Balea machen sich bei mir nicht mehr wirklich
also wie kann man das nennen? Die beiden Marken machen sich Feinde? Kann man noch nicht sagen, weil ich bin ja der Feind. Dann, also ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Aber die zwei Marken, die gehen mir in letzter Zeit echt auf den Keks. Echt auf den Keks. Bin wirklich enttäuscht davon, dass das, dass die immer die Sachen rausnehmen, die mir gefallen. Jetzt habe ich zum Beispiel gehört, dass die Zuckerschnutte auch noch rausgeht. Und ich habe noch ein paar Backups, sonst würde ich mir noch welche kaufen. Aber ich habe noch welche. Ja. Und ich komme zu keinen DM. Das nervt mich auch. Ja. Ja. Also ich hätte mir den Duft und den Duschschaum jetzt eigentlich nicht kaufen müssen. Aber ich wollte das unbedingt haben, weil der ist aus dem Sortiment gegangen. Den gibt es nicht mehr. Obwohl ich echt finde, dass der gut riecht. Ich kann nicht verstehen, warum den niemand gekauft hat. Ich habe das auch damals mit der Dame von Marbet besprochen. Wenn ich ihn rauskriege. Ja. Also ich finde den gut. Man riecht ein bisschen. Also ich finde auch an mir riecht er gut. Es gibt viele Düfte, die an mir gar nicht gut riechen. Aber der gehört auf jeden Fall dazu. Man kann sogar sehen, wie viel da drinnen ist. Cool. Ich meine, die Verpackung ist jetzt nicht die schönste, ja, das sage ich auch. Außer die Metallschachtel, die finde ich cool. Aber das, die Verpackung von Duft ist jetzt nicht die schönste. Aber der Duft ist wirklich gut. Ich habe auch noch irgendwo eine Probe, ich müsste mal schauen, wo die ist. Ja, und so schaut der Duschschaum dann aus. Habt ihr nicht? Ich weiß nicht, ob ich euch den schon mal gezeigt habe. Aber ich finde den wirklich gut. Da riecht die ganze Haut riecht danach und lange danach und... Deswegen muss ich den haben, ja. Und darauf bin ich auch gespannt, wie das ist. Ich glaube, das stelle ich mir in die Dusche. Obwohl ich eh so viel Zeug in Dusche, als Duschgel im Badezimmer stehen habe. Das riecht echt geil. Ich liebe es. Ich liebe es. Also es ist mir nicht lieber als das Schoko. Aber wenn es das als Badezusatz geben würde, würde ich es mir auch kaufen. Weil das ist die Verpackung. Ich habe das Schoko ja noch da. Moment. Den Badezusatz ja noch da. Wenn man das vergleicht, die Verpackung finde ich viel freundlicher. Ich liebe es. Ich werde mir das immer wieder nachkaufen. Ich weiß, ich bin ein Junkie. Ignoriert das. Ja. Ich finde, es war eigentlich harmlos im Monat Jänner, oder? Bin ein bisschen raus, was das Video drin betrifft, wie ihr das sehen könnt. Ja. Jo. Also es war im Rahmen der Normalität, sagen wir es so. Ich habe auch eins schon aufgebraucht, was ich da oben auf der Liste habe. Ja, mir fällt nicht noch ein, was ich jetzt noch sagen könnte über das Video. Ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen, auch wenn es ein bisschen verpeilt rüberkommt. Aber mir fällt nicht mehr ein, was ich noch sagen könnte. Ich schreibe euch auf jeden Fall einmal das in die Infobox, wie viel ich ausgegeben habe diesen Monat. Und ja, das heißt, wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bye!